Was geht ab, Freunde des Internets? Ich bin's wieder, Sklack. Heute mal im Hemd, ganz vornehmen. Und deswegen machen wir heute auch mal ein vornehmendes Video. Und zwar, die heutigen Themen sind eine DLC. Hey, was geht ab, Freunde des Internets? Ich bin's wieder, Sklack, mit einem neuen Video zu GTA 4 heute mal. Wir haben einfach mal die 1 vom GTA 5 runtergezogen und sind deswegen auf GTA 4 gekommen. Ja, ich weiß, ziemlich lustig. 10 Sekunden im Video, alle haben sich schon wieder totgelacht. Ist immer richtig cool bei mir hier auf jeden Fall, ne? Nein, auf jeden Fall, heute gibt's ein neues Video zu GTA 4, denn da gibt's heute mal ein paar News zu berichten auf jeden Fall, die für den einen oder anderen von euch auf jeden Fall von Bedeutung sein können. Und wenn dir das Video dann heute gefällt, dann kannst du mir das natürlich gerne zeigen mit einem Daumen nach oben oder auch einem positiven Kommentar. Und abonnieren kannst du mich natürlich auch gerne für die täglichen Videos rund um GTA, GTA 5 und dann GTA 5 Online. Ja, und dann bevor ich jetzt noch mal Zeit führe, würde ich sagen, lass uns direkt mal mit dem Video an. Also wie bereits gesagt, heute gibt es mal wichtige Informationen zu GTA 4. Und wo will ich denn da einfach mal starten? Nun, ich glaube, ich fange einfach mal mit dem wichtigsten Thema an. Heute am 26. April 2018 bekommen wir ein neues Update bzw. ein neues DLC für GTA 4. Und was da lustig am Rande auf jeden Fall ist, das Spiel ist schon 10 Jahre alt und bekommt jetzt nach 10 Jahren fast ein neues DLC. Und da ist natürlich die Frage, wieso? Gibt es da neuen Content oder was ist da los? Zum neuen Content kommen wir später auf jeden Fall nochmal im Video, deswegen bleibt auf jeden Fall bis am Ende dran, weil ja, da kann das nochmal ein bisschen spannend werden. Aber kommen wir erstmal zum DLC, was heute erschienen ist am 26. April, denn das ist ein kleines neues Update. Und da ist jetzt wahrscheinlich die Frage, wieso, warum und worum geht es in diesem Update? Um das erstmal klarzustellen, Leute, es gibt heute ein neues Update, aber das ist kein Update im klassischen Sinne mit neuem Content oder sowas, wie wir das aus GTA Online kennen, nein, sondern in diesem Update wurden ein paar Sachen zu GTA 4 hinzugefügt bzw. gelöscht, aber vorher würden wir uns nochmal hier diesen kleinen FAQ-Artikel von Rockstar Games ansehen. So, aber vorher schauen wir uns mal das FAQ von Rockstar Games auf jeden Fall an, denn dort fragt ein User halt, ob es Änderungen in den Radiosendern von GTA 4 gibt. Wenn ihr euch jetzt denkt, hä, wie kommt er jetzt auf Radiosender und Änderungen, warum fragt er das überhaupt? Wahrscheinlich werdet ihr jetzt noch gar nicht wissen, wieso ich jetzt genau mit dieser Frage anfange, aber keine Sorge, Leute, das werde ich euch gleich erklären, also in ein paar Minuten wisst ihr, warum ich jetzt hiermit angefangen habe. Aber auf jeden Fall, dieser User fragt halt, ob es Änderungen bei den Radiosendern von GTA 4 gibt. Rockstar Games sagt dazu folgendes: Aufgrund von Lizenzbeschränkungen für Musik sind wir verpflichtet, bestimmte Songs aus dem Soundtrack von GTA 4 zu entfernen. Diese Soundtrack-Änderung beinhaltet einen großen Teil der russischen Popstation Vladivostok FM. Ich bin Russe, ich weiß, wie man das ausspricht. Am Ende habe ich es ein bisschen verkackt mit dem Akzent. Aber auf jeden Fall, der Anfang war richtig. Aber auf jeden Fall geht es ja nochmal weiter. Das bedeutet natürlich, dass einige Songs entfernt werden, aber wir werden auf jeden Fall nochmal eine neue Station mit einem Satz von neuen Songs aktualisieren. So, aber was heißt das denn jetzt übersetzt? Heute kam ja, wie gesagt, ein neues Update zu GTA 4 hinzu und in diesem Update gibt es halt neue Songs für GTA 4, aber mit diesem Update werden gleichzeitig auch Songs gelöscht aus GTA 4. Warum? Das ist leicht zu erklären. Also, an diesem Sonntag, also heute ist ja Donnerstag, und am Sonntag wird halt GTA 4 10 Jahre alt. So, und das ist einfach die Sache. Rockstar Games hat damals, als sie GTA 4 entwickelt haben, natürlich auch Songs für GTA 4 neu gekauft. Und da muss man natürlich auch eine sogenannte Lizenz für kaufen, dass man halt dieses Lied verwenden darf. Und bei einigen Liedern war es jetzt leider so, dass Rockstar Games die Lizenz nur für 10 Jahre erworben hat. Das bedeutet, dass an diesem Sonntag so gesehen die Lizenz abläuft würde und da Rockstar Games deswegen Probleme bekommen könnte und deswegen müssen sie halt, bevor die Lizenz abläuft, diese Songs aus GTA 4 herausnehmen, weil sie da dann nicht mehr die Lizenz verlängern möchten. Das bedeutet, mit dem Update, was heute kommt, werden die Songs aus GTA 4 gelöscht, welche leider keine Lizenzverlängerung mehr haben, aber als Entschädigung dazu gibt es dann neue Songs, also wirklich komplett neue Songs, die wir noch nie in GTA 4 gehört haben, die tatsächlich zu GTA 4 hinzugefügt worden sind. Welche Songs das sind, das kann ich euch leider nicht sagen.
sagen, weil das wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Ihr wisst ja, ich nehme meine Videos immer am Abend vorher auf. Das bedeutet, heute ist ja Donnerstag. Dieses Video habe ich tatsächlich am Mittwochabend schon aufgenommen. Und jetzt wissen wir noch nicht, welche Lieder rausgenommen werden. Wir wissen einfach nur, dass es ja die meisten Lieder leider von Vladistock FM sind, die dann aus GTA 4 entfernt werden. Aber wie gesagt, da gibt es dann auch neue Songs. Das bedeutet, das heutige Update wird höchstwahrscheinlich nur neue Songs enthalten und halt in diesem Zuge werden dann halt auch die alten Songs gelöscht. Das war erstmal dazu, warum wir heute ein neues Update für GTA 4 bekommen haben und worum es da ging. So, jetzt habe ich aber am Anfang erklärt, vielleicht gibt es ja noch neuen Content und da möchte ich jetzt auf jeden Fall nochmal drauf eingehen, denn wie gesagt, ich habe es ja gerade erwähnt, am Sonntag wird GTA 4 10 Jahre alt und das ist nicht einfach so ein Geburtstag, so das Spiel wird halt 10 Jahre alt. Nein, das ist bei Rockstar Games immer etwas Besonderes, denn es war immer so bei den anderen GTA-Teilen, dass zum 10-jährigen Geburtstag immer was Krasses passiert ist. Also ihr müsst euch einfach mal vorstellen, 10 Jahre ist schon ein betrachtliches Alter für ein Videospiel und deswegen feiert das Rockstar Games immer das. Das war nämlich zum Beispiel in der Vergangenheit so, dass wir zum 10-jährigen Geburtstag von GTA 3 eine Handy-Version bekommen haben. Auf jeden Fall haben wir zum 10-jährigen Geburtstag von GTA 3 halt eine Handy-Version bekommen für das Handy, damit wir dann GTA 3 auf dem Handy spielen können. Zum 10-jährigen Geburtstag von GTA Vice City gab es auch eine Handy-Version und zum 10-jährigen Geburtstag von GTA San Andreas gab es dann auch eine Handy-Version. So, jetzt natürlich die Frage, wie wird Rockstar Games den 10-jährigen Geburtstag von GTA 4 denn nun feiern? Also, da gibt es mehrere Theorien, was passieren könnte. Wissen tun wir leider zum heutigen Zeitpunkt noch nichts. Falls sich das Ganze natürlich ändert, dann wird es dazu noch natürlich auf jeden Fall ein Video geben, aber heute wissen wir noch nicht, was es wird. Wir können aber schon mal spekulieren. Also, zum einen könnte es natürlich eine Handy-Version für GTA 4 geben. Aber Leute, da muss ich ganz klar dazu sagen, das ist mehr als nur unwahrscheinlich, weil es einfach, der Standpunkt ist, dass die meisten Handys, die es gerade gibt auf dem Markt, die meisten Leute auch besitzen, nicht genügend Rechenleistung und nicht genügend Grafikleistung haben, um GTA 4 einigermaßen schön darzustellen. Ja, ich weiß, einige sagen jetzt wieder, ja, das iPhone X hat aber viel Leistung und das Samsung Galaxy S9 Plus, das hat auch eine ganze Menge Leistung. Ja, das stimmt auch, Leute, das hat eine ganze Menge Leistung, aber wie viele Leute von euch besitzen denn ein iPhone X oder das neueste Top-Smartphone generell von Handys? Natürlich, einige haben das Handy, aber ich denke einfach mal 95% allein meiner Zuschauer haben nicht das aktuellste Smartphone. Ich zum Beispiel habe auch nur das iPhone 7 Plus. Das ist zwar ein neues Handy, aber auch nicht das neueste. Und was ich euch damit einfach sagen möchte, ist, dass die Mehrheit aller Menschen auf dieser Welt, die ein Smartphone besitzen, nicht das allerneueste Top-Modell haben und deswegen Rockstar Games wahrscheinlich auch keine Handy-Version releasen wird, weil naja, GTA 4 ist schon ein ziemlich großes Spiel und um das halt einigermaßen grafisch schön darzustellen, braucht man halt wirklich viel Leistung und das haben halt die meisten Handys leider nicht. Von daher ist eine mobile Version von GTA 4 meiner Meinung nach ziemlich unrealistisch und unwahrscheinlich. Es könnte natürlich eine geben, aber dann würde die auf den meisten Handys einfach kacke aussehen, weil man dann die Grafik runterschrauben muss und dann würde man zwar GTA 4 spielen, aber das hätte dann ungefähr so eine Grafik wie GTA 3 und das wäre natürlich auch nicht Sinn der Übung. Deswegen gibt es auch noch eine weitere Theorie, was zum 10-jährigen Geburtstag von GTA 4 passiert. Das wäre dann nämlich ein Remastered. Vielleicht bekommen wir nämlich GTA 4 Remastered oder beziehungsweise auch eine GTA 4 4K-Version, also eine 4K-Version. Das bedeutet eigentlich alles in allem, wir würden dann GTA 4 auf der Xbox One und auf der PS4 spielen können in auch neuer Grafik. Was das Ganze auch nochmal zusätzlich unterstützt, wäre die Tatsache, dass vor einigen Jahren schon mal Screenshots aufgetaucht sind im Internet von einem Entwickler bei Rockstar Games, wo wir halt eine Location aus GTA 4 sehen und dann auch nochmal dieselbe Location mit verbesserter Grafik, nämlich mit der Grafik aus GTA 5. Da könnte man das dann natürlich ableiten. Vielleicht hat man damals schon mit dem Remastered angefangen für die PS4 zum Beispiel und deswegen hat man da einfach so ein bisschen was geleakt, sag ich jetzt einfach mal. Aber vielleicht war es auch einfach nur ein Test von Rockstar Games, weil die sich interessiert haben, so ja, wie würde GTA 4 wohl mit GTA 5 Grafik aussehen, das wissen wir halt leider nicht. Aber da muss man auch sagen, eine Remastered-Version wäre schon realistischer als eine Handy-Version, aber eine Remastered-Version wäre jetzt auch noch nicht so, dass ich sagen würde, ja, das wird's auf jeden Fall. Also ich muss persönlich leider auch sagen, ich weiß auch noch nicht wirklich, in welche Richtung es gehen wird. Bekommen wir vielleicht ein Remastered, bekommen wir vielleicht eine Special Edition, bekommen wir eine Handy-Version oder bekommen wir vielleicht eine Map-Erweiterung? Da gibt's so viele Sachen, da kann man leider noch nichts Konkretes sagen und deswegen möchte ich da jetzt auch nicht weiter
darauf eingehen, weil, naja, nachher entstehen nur Missverständnisse und ihr freut euch jetzt total auf, weiß ich nicht, eine Map-Erweiterung oder so und dann ist es nicht der Fall. Deswegen möchte ich heute nur über die Sachen reden, die ja einigermaßen realistisch sind. Aber ich muss dazu sagen, wie gesagt, Freunde, alles nur Spekulation. Kann nämlich auch sein, dass Roxy Games sagt, yo, wir haben keinen Bock, den Geburtstag zu feiern und dann gibt's halt nichts, weil Roxy Games ist natürlich auch nicht dazu verpflichtet, irgendwas zum 10-jährigen Geburtstag zu machen. Von daher steht das Ganze noch so ein bisschen auf der Kippe. Da würde ich jetzt aber sagen, bevor wir da noch mehr spekulieren, würde ich einfach sagen, abwarten. Denn wenn es wirklich eine Special Edition oder irgendwas in der Art geben sollte, denke ich, dass das Roxy Games vorher nochmal ankündigen wird. Wann sie das ankündigen, weiß ich nicht. Vielleicht am Freitag könnte sein. Oder vielleicht kündigen sie es auch gar nicht an und sagen dann einfach am Sonntag, yo, übrigens, ne, ab Montag könnt ihr dann bei Amazon, weiß ich nicht, geht dafür Remastered kaufen oder so. Das ist halt die Sache. Da wird uns Roxy Games, denke ich, überraschen. Aber Leute, ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten und deswegen würde ich auch sagen, abonniert gerne diesen Kanal, damit ihr das nicht verpasst und damit ihr die Ersten seid, die darüber Bescheid wissen, würde ich auch auf jeden Fall sagen, aktiviert auf jeden Fall mal die Glocke. Denn wenn ihr die Glocke aktiviert habt, bekommt ihr immer eine Benachrichtigung aufs Handy bzw. auf dem PC, wenn ich mal wieder ein neues Video hochlade. Ja, aber gut, das soll es jetzt auch schon wieder mit dem Video gewesen sein. Wenn dir das Video gefallen hat, dann kannst du mir das natürlich gerne zeigen mit einem Daumen nach oben oder einem positiven Kommentar. Ja, und dann bis wir uns jetzt wiedersehen, wünsche ich noch einen wunderschönen... Ah, ich lispel immer viel zu viel am Ende, ich nuschel immer. Auf jeden Fall, ciao!